Ja, dann freue ich mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid am Sonntagnachmittag zu meinem Thema Herausforderungen bei der Einführung von Open-Source-Software und das Ganze am Beispiel der Containerisierung in der Finanzdienstleistungsindustrie. Bei dem Thema muss man sich zuerst mal überlegen, wo stehen die Banken denn oder überhaupt die Finanzdienstleister gerade aktuell? Wenn ich mir das überlege, okay, ist ein Bereich, der sehr konservativ ist, der schon seit Jahrzehnten und länger existiert, aber mit IT sind wir auf jeden Fall mal im Bereich von Jahrzehnten. Das heißt, ich habe viele Altsysteme, Legacy-Systeme, die wurden gebaut, häufig nicht wirklich großartig verändert. Und da drin steckt viel Eigenentwicklung, weil, bis dann wirklich mal hier so Standards kamen, die dann vielleicht genutzt werden konnten, waren ja die Banken dann doch immerhin in dem Fall schon dabei gewesen. Und ergebnis, ich habe halt eine heterogene Welt, ist halt immer wieder ein bisschen weiter gewachsen, habe aber auch eben noch ganz stark monolithische Strukturen häufig. Also sprich, da steht dann irgendwie so ein Mainframe rum, wo ganz viele Transaktionen drüber laufen. Und was dann wiederum das Positive daran ist, da die Sachen ja schon seit über Jahrzehnte entwickelt wurden, sind da einige Kernprozesse richtig, richtig gut optimiert. Die flutschen da drauf richtig gut. Und aus heutiger Sicht ein weiterer Nachteil ist halt, ich habe halt eine Ausrichtung nicht auf meinen Kunden, sondern halt irgendwie auf meine Geschäftsvorfälle, also zum Beispiel auf das Konto und andere Sparten, die dann eben je nach... Je nach Dienstleister oder je nach Finanzinstitut vorhanden sind. Ich habe ein hohes Sicherheitsbewusstsein innerhalb der Institute, wird natürlich auch vom Kunden erwartet. Ich glaube, keiner würde denen das Geld geben, wenn die da hochspekulativ sind und man nicht wüsste, ob man sein Geld wiederbekommt. Hat aber eben auch hinsichtlich der IT den Effekt. Ich habe relativ starre Release-Zyklen, also hier bei diesem ganzen großen Konglomerat und allen Abhängigkeiten, die ich habe, was habe ich da vielleicht 3-4 Releases pro Jahr? Und da müssen dann eben die ganzen Themen untergebracht werden. Zum einen immer so die ganzen rechtlichen Sachen, die umgesetzt werden. Was in den Nachrichten war, keine Ahnung, hier Basel-System und so weiter. Ich habe 30 Jahre lang oder wie auch immer da gleich gearbeitet. Jetzt soll plötzlich was anders gemacht werden. Tut auf den ersten Blick auch erstmal weh. Und da werde ich sicherlich auf einige Widerstände stößen, wenn ich da jetzt einfach sage, so und ab heute machen wir alles anders. Und wenn ich es jetzt mal an zwei konkreten Projekten betrachte, die wir in den letzten Jahren hatten, eure Umstellung schon ein bisschen länger her, aber SEPA noch gar nicht so lange, dann, wenn ich solche Änderungen plötzlich in die Systeme reinbringen muss, dann sind die ganzen Ressourcen, die ich da habe, die ganzen Menschen, nur noch damit beschäftigt, die Sachen umzusetzen. Da bleibt kaum noch Zeit dafür, das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte mich ja differenzieren von meinen anderen Mitbewerbern. Ich möchte irgendwie Neuerungen da reinkriegen, besser werden. Das bleibt ja komplett auf der Strecke, weil ich muss ja gucken, dass ich überhaupt die Sachen umgesetzt kriege, weil sonst kann ich ab Zeitpunkt X gar nicht mehr agieren. Und um das ordentlich hinzukriegen, muss ich halt mal irgendwie gucken, wie ich dann weiterkomme. So, dann gehen wir mal auf die nächste Folie. So, jetzt sind aber die Unternehmen natürlich jetzt doch nicht ganz von dieser Welt. Und ich habe natürlich auch da, wir sind jetzt hier im Rahmen einer Open-Source-Konferenz, habe ich auch da schon Einzug von Open-Source gehabt. Also ergänzend zu irgendwie meinen Windows, AX und Mainframe-System habe ich dann vielleicht speziell im Serverumfeld dann vielleicht ein Red Hat Enterprise Linux, wenn sie noch ein bisschen mutiger sind, vielleicht ein CentOS oder dann eben ein Debian oder eine andere Distribution, die ich da finden kann. Wenn ich Richtung Datenbanken gucke, ebenso klassisch Mainframe wäre ein DB2, was ich da direkt mitbekomme, oder eben ein anderer Großanbieter Oracle. Wenn ich jetzt wieder Richtung freie Welt betrachte, vielleicht schon ein Postgres oder noch ein MySQL oder auch vielleicht eine MariaDB dann jetzt nochmal als neuen Fork. Und na gut, hier im Mitteltier dann irgendwie ein WebLogic, ein WebSphere als Applikationsserver, ein MQ-Series für die fürs Messaging oder eben jetzt dann in der Open-Source-Welt einen JBoss, einen Tomcat und einen HornetQ dann fürs Messaging. Was dabei aber auffällt ist, also so richtig Open-Source, ich habe halt immer betreute Produkte. Es ist halt nicht so, hier die Bank ist jetzt Entwicklungsinstitut und fängt da an, ganz wild die neuesten Technologien einzusetzen. Ich denke, das ist auch in
unserem eigenen Interesse dann als Kunden, dass sie da eben dieses Sicherheitsbewusstsein, was sich auch schon vorher gezeigt hat, einfach beibehalten und sagen, na gut, also neue Technologien ja, aber wir brauchen eine Betreuung dafür, weil wir wollen es ja nicht selber entwickeln, sondern wir brauchen jemanden, der das für uns macht. Und da ist dann eben zum Beispiel Red Hat deshalb in dem Bereich doch relativ stark, weil sie halt genau das bieten. Sie nehmen diese Produkte, die am Markt sind, und packen die in einen Kontext, dass auch eine Firma damit arbeiten kann, die eben sicherheitsbewusst ist. Das heißt halt, ich habe oft nicht das State of the Art, habe nicht die allerneuesten Versionen, die verfügbar sind, aber ich habe stabile Versionen, möglichst wenig Security-Risiken drin, und die werden natürlich auch immer entsprechend schnell nachgezogen, und es wird auch entsprechend natürlich an diesen entsprechenden Produkten auch mitentwickelt und da was zurückgegeben an die Community. So, wenn ich dann jetzt betrachte, na gut, was ist dann so die letzten Jahre passiert? Einiges. Zum einen, fangen wir hinten an, ich habe irgendwie plötzlich neue Mitbewerber auf dem Feld. Das heißt, ein Markt, der irgendwie vorher, ich habe halt ein paar große Player, nicht zuletzt auch durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, was alles erfüllt sein muss, hat sich das so etabliert. Das heißt, es war eigentlich ein relativ ruhiger Markt, klar, man hat da jeweils so seine Aktionen und probiert wieder ein paar Kunden zu gewinnen. Natürlich, klar, neue Kunden, ganz interessant, aber plötzlich habe ich irgendwie einen Wettbewerb, den ich vorher gar nicht hatte. Gerade auch mit durch diesen Wettbewerb habe ich dann natürlich irgendwie hier, plötzlich kommt da mal ein bisschen wieder Fahrt in die Sache rein. Die Geschwindigkeit erhöht sich, nicht nur durch die Mitbewerber, sondern wodurch sind auch die Mitbewerber letztendlich ermöglicht worden. Irgendwie hier, Technologie ging weiter. Es hat sich, hat eine Vernetzung stattgefunden, die mehrere Konsequenzen hat. Zum einen, also der Kunde hat plötzlich ganz andere Erwartungen, weil er kriegt es ja von einem Amazon und was da alles da ist, und Facebook kriegt das ja mit. Die sind plötzlich schnell, die passen sich auf den Kunden an, machen ihm die Empfehlungen, alles, was man mag oder vielleicht auch aus gewissen Gründen nicht mag. Und da ist jetzt so diese starre Bank, die halt ihre Filialstruktur hat und gewohnt ist, dass der Kunde reinkommt, damit er beraten kann. Aber vielleicht kommt der Kunde jetzt ja gar nicht mehr, weil er will gar nicht mehr aufstehen. Er kann ja alles von zu Hause aus machen mit anderen. Und dadurch eben, jetzt sind plötzlich neue Möglichkeiten da. Innovationen müssen her. Wie kommen die Innovationen in die Bank? Wie lässt sich das mit diesem langsamen Wabbeln, was da drin ist, letztendlich umsetzen? Wie komme ich da hin? Und dann natürlich noch vom Markt her zwei Sachen. Hey, 0% Politik, also irgendwie mein Geld ist nichts wert, ich kann das Geld nicht anlegen, krieg nichts dafür. Was ist der Effekt? Naja, also hier mein Gewinn geht halt zurück. Also sprich, irgendwie meine Gewinne brechen ein aus verschiedensten Gründen, weil ich für mein Geld nichts kriege, weil vielleicht die Kunden auch nicht mehr so kommen wie bisher. Und jetzt soll ich irgendwie auch noch was Neues machen, muss also irgendwie investieren, muss da umbauen. Also eine ganz schwierige Situation. Ja, und eine Möglichkeit, die sich da eben bietet, wie ich das jetzt, diese beiden Welten miteinander verbinden kann, wäre jetzt eben diese Two-Speed-Architecture. Ist jetzt zum heutigen Zeitpunkt auch nicht mehr das wahnsinnig Neue, aber vom System her, je nachdem, wo die Bank steht, durchaus immer noch das Mittel der Wahl, wie ich tatsächlich diesen Spagat schaffen kann, dass ich meine Stabilität und Sicherheit beibehalte, gleichzeitig aber eben mir aufbaue, dass ich auch wieder näher an den Kunden komme, dass ich eben innovationsfähig, handlungsfähig bin. Und genau da habe ich ja eben diese zwei Parts. Ich habe auf der einen Seite meinen Bestand, also diese Altsysteme, die Landschaft, die auch ihre Stärken hat. Und eben, ich möchte dieses Neue, die Innovationen, die halt schnell sein müssen, dass ich agieren kann. Und klar, da hängen natürlich dann noch ein paar Sachen drumherum. Je schneller ich bin, desto weniger kommt natürlich so dieser Governance-Faktor damit, weil, hey, wie soll ich denn das Ganze überhaupt beobachten, weiter da auch dranbleiben? Auf der anderen Seite natürlich eben, ich habe da diese hohe Innovationskraft und damit halt auch diese hohe Veränderungsmöglichkeit, mich selber da eben anzupassen. Und das ist ja genau dann nochmal auch hier von oben nach unten dargestellt. Unten eben mein Core, meine Sicherheit und oben meine Innovationen, wie ich, wo ich eigentlich dann auch hin möchte. Auch natürlich klar, Innovationen stecke ich in aller Regel natürlich keine Unmengen an Geld drin, sondern hey, mein altes funktioniert ja. Muss ich also auch eher mit kleineren Einzelbudgets arbeiten, während für diese große Masse mit natürlich auch allen Lizenzkosten, allem, was da dran hängt, natürlich auch wahnsinnig viel Geld dann zur Verfügung steht. So,
Und da finde ich einfach nur mal als tolles Bild. Passt zwar nicht ganz zu Docker, was dann eher das Schiff ist, aber ich genau, finde, genau das hat das, was ich da probiere zu schaffen. Ich habe so mein träges Fahrschiff und da irgendwie eine Verbindung zu meinen kleinen Jägern. Und genau eben mit diesem schwerfälligen Teil schaffe ich es aber trotzdem, diese Mobilität herzustellen mit diesen kleinen Kampfjets in dem Fall, die dann eben wahnsinnig schnell, wahnsinnig agil da durch die Gegend sind. Genau, und eben eine Möglichkeit, um das jetzt zu schaffen, um nun auch zum Thema zu kommen, ist dann eben im Fall der Containerisierung Docker. Docker hat eben, finde ich, ja, ist auch vom Symbol her einfach super toll gewählt. Ich habe halt hier so meinen Wal, meinen Kahn und auf dem habe ich lauter kleine Container. Und diese Container sind ja genau das, was ich damit auch zum Kurs haben will. Es ist dieses Leichtgewichtige innerhalb, oder diese Container, sie sind modular, also ne, kleine abgegrenzte Einheiten, wo irgendwie was drin ist, die ich da hin und her shiften kann und eben nichts Riesengroßes, wo ich plötzlich wieder irgendwas Neues drumherum bauen soll, sondern genau das ist da alles in dem Logo auch letztendlich mit enthalten. Ich biete da drin eine stabile Ablaufumgebung für diese Applikationen, die ich gemacht habe. Zur kompletten, habe meine komplette Laufzeitumgebung da letztendlich auch mit drin. Werde ich aber gleich nochmal auf der nächsten Folie nochmal auf ein paar Punkte davon eingehen. Wenn ich halt kleine Sachen mache, bin ich halt eher bei Microservices und eben nicht bei riesengroßen, komplexen Systemen, die ich mir da zusammenbastle. Gut, Container habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Damit das Ganze auch irgendwie angesprochen werden kann, habe ich dann noch eine API drumherum, weil nur, dass ich jetzt diese Container habe und ein Schiff, wo die drauf transportiert werden, wenn ich halt irgendwie in den Hafen einfahre, müssen die ja auch noch bewegt werden. Da muss irgendwie noch ein bisschen was drumherum, dass es nutzbar ist. Und ich habe auch eine gewisse Plattformunabhängigkeit, die mit Docker dann mitgeliefert wird. Um dann nochmal gerade auch diesen Punkt der Leichtgewichtigkeit nochmal darzustellen, auch ein Bild, was jetzt nicht super neu ist, aber einfach um nochmal so diese Abgrenzung dann zu einem, vielleicht zum VMware zu schaffen. Ich habe also ganz auf der linken Seite meine Container, heißt, ich habe hier meinen physischen Server, mein Bare Metal, darauf läuft mein Betriebssystem und auf diesem Betriebssystem habe ich dann eben Docker installiert und Docker dann jeweils mit den einzelnen Applikationen und so mein einzelner Container, wo die Applikation drin ist, enthält eben noch die speziell für diese Applikation benötigten Binaries und Libs nur. Alles andere kann ich draußen lassen. Vielleicht mache ich ja noch ein paar Sachen für Debug rein, dass ich wenigstens irgendwie noch einen ordentlichen Texteditor oder sowas drin habe, um es mir anzuschauen. Aber wenn ich es ganz eng mache, habe ich halt wirklich nur meine Applikation mit dem, was sie braucht, da drin. Heißt im Unterschied zu einer virtuellen Maschine, wo ich mein Bare Metal habe, dann den Hypervisor, aber dann eben pro VMware, was auch immer, dann habe ich jeweils mein Betriebssystem drin. Und so habe ich halt in Summe immer ein relativ großes Bündel, was ich da mit umherschiffe und kann ich also nicht diese Granularität herstellen, wie es mir im Falle von Containern möglich ist. Was ich natürlich trotzdem machen kann, ist, es kann ja Anwendungsfälle geben, wo es sich eben anbietet, beides miteinander zu mischen. Das heißt, dass ich irgendwo unten drunter meine VMware habe und trotzdem noch oben drauf eine Containerisierung. Und wenn es halt nur auf einem lokalen Entwickler-PC ist, um da einfach ein bisschen rumspielen zu können. Aber genau da sieht man halt nochmal dieses Thema Leichtgewichtigkeit und Flexibilität und trotzdem halt auch diese Abkapselung, die damit einherkommt. Und was auch gerade dann dafür nochmal für das Weitere dann nochmal interessant ist, komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. So. Docker alleine, also dass ich jetzt dieses Schiff habe, reicht noch nicht. Ich muss das Ganze auch noch irgendwie handhabbar machen. Und dafür habe ich eben in dem Fall Kubernetes, nur mal um das Open Source Part darzustellen oder dann eben das Bezahlmodell dann eben nochmal auch gerade in Form von OpenShift, wenn es dann von Red Hat angeboten wird, wo ich dann einfach nochmal viele Sachen miteinander kombiniere. Zum einen, ich nutze natürlich die ganzen Funktionalitäten von Kubernetes, was dann eben schon im Wesentlichen ist, ich habe diese Orchestrierung eingebaut, dass ich diese ganzen einzelnen Container handhaben kann, aber eben auch diese Möglichkeiten zur Automatisierung. Ich denke dann gerade, wenn ich auch dann
an die Arbeit dann damit denke, CI/CD, also Continuous Integration, Continuous Delivery, was mir genau am Ende diese Flexibilität bringt, dass ich schnell agieren kann, also ich kann schnell entwickeln, kann schnell das Ganze auch eben irgendwo hinbringen, im Idealfall dann natürlich auch relativ schnell in Produktion, um dann genau diese Geschwindigkeit hinzukriegen, die ich jetzt eben auch schon mal durch diese Jets dann dargestellt hatte. Und genau, damit habe ich dann halt jetzt ein nutzbares System. Auch noch wichtig vielleicht dabei nochmal, gerade bei OpenShift, ich biete auch noch irgendwie so eine Management-Plattform drumherum, dass ich halt letztendlich das alles mir schön zusammenklicken kann, was natürlich dann für den Unternehmenseinsatz einfach nochmal verdammt angenehm ist, wenn ich dann zum Beispiel den Entwicklern sagen kann, hier, da sind eure Systeme, ihr könnt es selbstständig machen, ich brauche nicht jeweils einen Betrieb irgendwie beauftragen, so hier, mach mal ein System für den Entwickler, was dann vielleicht nach einer Woche fertig ist. Auch da habe ich dann wieder diesen enormen Zeitgewinn. So, nochmal hier so ein Problem, was ich dann aber an der Stelle immer wieder mal sehe. Ich habe auf der einen Seite so dieses Swiss Army Knife oder eben im Deutschen eher die eierlegende Wollmilchsau. Sprich, ich habe irgendwie so ein System, mit dem ich gefühlt alles machen kann. Ich habe eine riesengroße Landschaft da, wo ja vielleicht auch jemand auf die Idee kommen könnte, ah ja, wenn das ja so toll ist, das Neue, dann hauen wir da direkt mal alles rein. Ja, aber auf der anderen Seite, hey, es ist auch was Neues und eigentlich will ich eher mal hier das Fliegen lernen. Ich will also gucken, wie funktioniert das, wie kann ich denn das Beste da rausholen? Wie kriege ich denn genau diesen innovativen Part hin? Wenn ich direkt anfange, da alles reinzuhauen, mit allen Beschränkungen, die dann vielleicht auch wieder dazukommen, dann tue ich mir vielleicht auch mit der neuen Plattform viel mehr weh, als dass ich da tatsächlich Nutzen habe, weil das Alte ist eben über Jahre, Jahrzehnte optimiert, in großen Teilen. Ich will also die Flexibilität haben, dass ich da tatsächlich erstmal von der Technik auch was mitnehmen kann, dass ich da die Innovation in mein Unternehmen reinkriege, um da eben noch genau auf diese Verknüpfung zu kommen. Und ein großer Part, der da einhergeht, neben der Technik, ist ja eigentlich die Prozesse, weil die Technik habe ich vielleicht sogar noch schnell aufgestellt, ein paar Server hingestellt, Applikation drauf installiert, wäre es ja prinzipiell da, aber arbeitet halt noch keiner mit. Und was ja an der Ecke super interessant ist und warum das Thema eigentlich über die Software hinaus zu betrachten ist, ist, ich habe hier ganz neue Prozesse und Rollen und eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Weil die Technik ist das eine, okay, nett und schön, aber damit ich es auch richtig eben auch entfallen kann, da ist eigentlich genau das der Punkt, der mir wehtut. Deshalb auch am Anfang schon mal, naja, ich habe Leute, die haben seit Jahrzehnten vielleicht nach der gleichen Art und Weise gearbeitet. Klar, ich habe vielleicht auch ein paar junge Leute dabei, die kann ich sicherlich vielleicht auch noch schneller dafür begeistern, weil sie es eh schon im Studium gesehen haben, hier auf so einer Konferenz sind, aber die Alten, die das vielleicht nicht machen, da wird es schon schwieriger. Und genau erst ja, wenn ich die Prozesse ändere, dann komme ich erst dahin, das alles zu nutzen. Wenn ich alles mache wie bisher, wasserfallmäßig, dreimal im Jahr deploye, ja, habe ich ja nichts gewonnen, egal was ich für eine tolle Software da einsetze. Aber worum es mir ja geht, ist, ich will ja diese ganzen Prozesse, muss ich dafür mit beschleunigen. Und was mache ich dafür? Eben auch ein Schlagwort, was schon seit ein paar Jahren in aller Munde ist, ich baue halt DevOps. Was sind DevOps? Naja, es ist halt eigentlich eine auch eher wieder eine Philosophie-Sache. Ich versuche zum einen die Vorteile oder die Stärken der Entwicklung zu nutzen, die Stärken des Betriebes und die beiden Sachen miteinander zu verbinden. Natürlich habe ich gerade, wenn ich jetzt Banken betrachte, nebendran nochmal irgendwie so dieses ganze Thema wieder Compliance und allem, habe vielleicht Anforderungen, hey, aber Betrieb und Anwendungsentwicklung müssen getrennt werden, so Gewaltenteilung, dass es da noch was gibt, aber wenn ich mich nur darauf beschränke, dann komme ich nicht weiter. Ich muss also Wege finden, das Ganze miteinander zu integrieren und da auch die entsprechenden Stellen nochmal mitzunehmen, um dann genau an so einen Punkt zu kommen, nämlich, dass ich eben das miteinander verbinde, was dann eben bedeutet, naja, also irgendwo, ich habe hier meine Planung, auf der Basis tue ich irgendwas erstellen, habe meine Software, die wird an der Ecke geprüft. Und natürlich, auch wenn ich diese schnellen Workflows habe, es kommt natürlich auch gerade auf so einen Punkt wie Prüfen eine ganz große Bedeutung zu. Denn dann habe ich jetzt wahrscheinlich da keine riesen Fachbereichstest für jede Änderung, wenn die vielleicht
täglich mehrfach, stündlich, minütlich fast vorkommen, je nachdem, wie groß die Teams sind, die daran arbeiten, dann muss das alles automatisiert funktionieren. Ist also ein Punkt, wo ich ganz, ganz viel Gehirnschmalz reinstecken muss und es auch alles super gut von den Prozessen aufbauen. Dann wird das Ganze paketiert und da auch finde ich eine der netten Stärken von Containerisierung, wenn ich das in der Entwicklungsumgebung alles zusammenbaue und dann letztendlich an den Betrieb übergebe hier an der Stelle, brauche ich das ganze Ding ja gar nicht mehr verändern. Ich habe meinen Container, da ist alles drin. Hey, mein Entwickler konnte seine neuesten Libraries alles verwenden. Das ist ein Paket, macht nicht alles unsicher. Im Zweifel ist es nur dieser kleine Bestandteil. Und die Änderung, die ich jetzt mache, wenn ich dann von einer Stage zur anderen gehe, also irgendwie, ich hatte meine Entwicklung, habe jetzt irgendwie noch so eine Integration, gucke also, wie verhält es sich mit allen anderen Sachen zusammen, die ich habe, bevor es dann in die Produktion geht. Und da braucht dann der vorherige Betrieb nur noch sagen, na gut, ich ändere halt jetzt, keine Ahnung, hängt vielleicht eine Datenbank hinter, statt der Entwicklungsdatenbank kommt jetzt die Produktionsdatenbank. Aber die Anwendung wird nichts mehr geändert, also nichts mehr so in letzter Sekunde, ach, damit es flutscht, wird noch eine Änderung gemacht, die nirgends dokumentiert ist und die dann irgendwann wieder auf die Füße fällt. Nee, eigentlich kann ich da drinnen tatsächlich schön einfrieren und es wird genau nur noch dieser Container von einem Schiff zum nächsten gegeben. Kein Problem. Hab dann natürlich auch meine Releases, wie ich sie vorher auch hatte, aber eben kann ich mir überlegen, in welchen Rhythmen. Weil ich jetzt eben alles schön klein geschnitten habe, es unabhängig voneinander entkoppelt ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich muss natürlich auch hier gucken, Qualität hatte ich ja gerade schon, muss stimmen, der Software und genauso der Betrieb. Sprich, es muss zur Verfügung stehen, genauso wie es gewünscht ist. Dann kommen eben nochmal so Sachen wie Monitoring mit rein. Und natürlich kann auch aus der Ecke, dass ich eher wieder betriebliche, also Stabilitätsanforderungen habe, Kundenanforderungen, wie muss es verfügbar sein etc. Oder was sich auch eben ändert von den Prozessen her, das ist ja auch, kann ja auch eine Auswirkung auf die Anwendung haben, dass das dann auch wieder in die Entwicklung zurückfließt. Wäre auch klassisch, wenn ich dann irgendwie Scrum oder sowas bedenke, da die Modelle, dass ich ja tatsächlich irgendwie so habe, ich habe mein Team, das arbeitet an der Anwendung und betreut sie aber auch hinterher. Also auch da gar nichts Ungewöhnliches. Wenn ich jetzt sowas probiere, ins Unternehmen zu bringen, habe ich ja zwei Möglichkeiten, wie das geschehen kann. Entweder top-down, also irgendwie hier Manager, liest im CIO-Magazin, oh toll, da gibt's was, müssen wir jetzt unbedingt auch machen, hat es, keine Ahnung, hier bei Gartner noch einen entsprechenden Auszug bekommen und sagt, so, ab jetzt machen wir das. Wir haben jetzt lauter DevOps und das ist jetzt unsere Philosophie. Eine Möglichkeit. Oder bottom-up, naja, ein paar Leute hier sind jetzt heute hier, haben in anderen Vorträgen auch vielleicht nochmal tatsächlich die technischen Details zu den einzelnen Sachen gesehen, haben total neue Ideen jetzt in Bezug auf Containerisierung, CI/CD und so weiter und sagen, hey, das sollten wir auch mal ausprobieren, wir sind so langsam, wir wollen das jetzt einführen. Ja, meiner Meinung nach, im Idealfall habe ich beides. Zum einen, ich habe von unten Leute, die das machen wollen, die sagen, hey, das ist toll, die auch ihre Kollegen überzeugen können und haben aber auch die Rückendeckung von oben, die sagt, okay, hey, wir lassen uns darauf ein, das bringt uns was, macht es. Weil ich eben gerade, wie am Anfang gesagt, wenn ich so ein diesen Doppelweg gehe, ich behalte das Alte, mache das Neue dazu und gucke halt, wo sind meine Stärken und Schwächen und kann das gut miteinander verknüpfen. Dann komme ich ja genau dahin. Ich habe die Leute, die tatsächlich innovationsfähig sind, kann ich relativ schnell genau in die Richtung bringen. Und die anderen können aber eben auch den stabilen Betrieb und die stabile Weiterentwicklung von dem Altsystem weiter betreuen. Nochmal so auf der Prozessebene gegeneinander gebracht. Naja, auf der einen Seite habe ich halt eben so Wasserfallmodell, ganz klassisch. Ich fange halt oben an hier, nehme die Anforderungen auf, mache meinen Entwurf, implementiere dann, überprüfe und dann geht das Ganze halt runter in die Wartung. Sieht so noch relativ klein aus, aber es können halt Jahre sein, die zwischen dem ersten Punkt und dem zweiten und dem letzten Punkt liegen. Und da habe ich dann natürlich das Problem, naja, wenn da halt Jahre vergangen sind, dann haben sich auch sicherlich wieder in der Zwischenzeit viele Sachen am Markt, im Unternehmen, an den Prozessen sowas geändert, dass es vielleicht auch schon gar nicht mehr so super zusammenpasst. Auf der anderen Seite, jetzt hier angelehnt an Scrum, eine arg vereinfachte Version, naja, ich habe meinen Sprint, also im Prinzip genau das Ganze, was ich hier so in dem Bereich habe, baue was, aber das eben in einem kurzen Zeitraum, keine Ahnung, eine Woche bis 4 Wochen, verfeinere dann irgendwie zwischendrin immer wieder mal meine Anforderungen, habe meine tägliche Arbeit, gucke aber auch da jeweils, naja, was passiert, was hindert mich,
etc. Gucke dann, na, was haben wir, stelle das vor, was ich gemacht habe, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann gucke ich nochmal an, wie, na, wie haben wir denn überhaupt jetzt in dieser Zeit gearbeitet. Und dann fange ich wieder von vorne an. Habe also einfach viel, viel kürzere Zyklen, was ja genau das auch ist, was ich ja in der Software letztendlich umsetzen will, kürzere Zyklen. Und das ist auch das, was mir an der Agilität gut gefällt. Um jetzt mal nochmal als Zwischending so ein uraltes Bild, was bestimmt alle schon mal gesehen haben, sei es in der Vorlesung oder sowas. Aber ich finde, es beschreibt einfach immer noch am allerbesten, was das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist, nämlich die Kommunikation. Und was ich ja genau bei der Agilität, dadurch, dass ich einfach kürzere Zyklen habe und viel mehr Feedback-Loops auch die Möglichkeit, eben wieder mich neu anzupassen, einfach viel besser handhaben kann. Ich habe halt irgendwie meinen Kunden, und das ist ja ganz egal, ob das der Kunde draußen ist, der irgendwelche Anforderungen hat, ob das dann ein Marketing, Vertrieb oder sonst was ist, die einfach nur auf diese Anforderungen probieren zu reagieren und es dann eben der IT rüberschmeißen und sagen, hey, wir brauchen was, was es macht. Ich habe einfach diese unterschiedlichen Vorstellungen von, ja, der Kunde will halt irgendwie diese Schaukel haben und dem, was ich dann in verschiedensten Abteilungen daraus machen kann, aus der jeweiligen Denke, die dahinter ist. Was ja auch schon repräsentiert, naja, wenn die genau solche Vorstellungen haben, die einen müssen es halt total schön darstellen, die anderen müssen es irgendwie verkaufen können, der Nächste ist irgendwie da technisch detailverliebt, wie auch immer. Das ist ja genau das, was ich eigentlich im Unternehmen vorfinde. Sei es eben über Abteilungen hinweg, aber auch schon in einer Gruppe kann ich das ja tatsächlich vorfinden, dass es einfach jeder anders versteht. Und genau da eben wieder anzusetzen und diese kurzen Zyklen zu haben und eben sagen zu können, hey, okay, entweder es hat gepasst, hey, alles gut. Vorne war die Anforderung, hinten kam genau das raus, was der Kunde sich vorgestellt hat. Ideal. Wahrscheinlicher ist, naja, da der Kunde auch nicht immer genau weiß, was er will und dann noch feststellt, ah ja, war ja zwar schön, aber ich bräuchte noch das und das und das dran. Ja gut, dann kommen halt an den Punkt, gut, wir hatten dir das geliefert, was du hattest und jetzt bauen wir halt noch was dran, verändern es nochmal. Aber es geht eben ins schnellen Zyklen und diese Differenz, die ich dazwischen habe, ist in aller Regel deutlich geringer. Wenn ich dann also jetzt nochmal gucke, was wir vorher hatten und was wir, wo wir jetzt hinwollen, also sprich, wir haben gewachsen unsere alten proprietären Systeme, Mainframe, lange Zeiten, aber eben auch hochoptimierte Strukturen, haben da eben auch wahrscheinlich den Großteil unserer Daten, weil wenn wir ja da 30 Jahre mit gearbeitet haben, steckt es da drinne. Haben allerdings auch noch ein paar Problemchen, was dann genau unsere Kopplung nämlich dann betreffen wird. Naja, das alte irgendwie hier so Filialsystem, die sind nicht 24 Stunden am Tag offen, sondern eher so 5 Tage die Woche und dann, keine Ahnung, von 9 bis 18 Uhr. Hatte also ganz andere Anforderungen, genau. Jetzt will ich aber vielleicht vorne, wenn ich da in diesem agilen Bereich bin, bin ich ja vielleicht auch eben genau im Webbereich, wo es sich ja anbietet, dann habe ich plötzlich schon allein die Anforderung, naja, 24x7, mein Kunde kommt jederzeit. Der will aber auch jederzeit vielleicht auf seine Daten zugreifen, also wenn ihr jetzt dann irgendwie hier auf euer Konto geht und dann halt, auch wenn ihr nachts um 3 dran seid, plötzlich da, keine Ahnung, 0 Euro als Kontostand angezeigt bekommt, weil das System seine Daten nicht hat, dann seid ihr erstmal verwundert und wahrscheinlich hellwach. Also muss auch da irgendwas gefunden werden, wie ich das Ganze miteinander verknüpfe. Und genau das ist dieser Punkt der Kopplung. Ich habe zwar hinten effektive Sachen, aber die sind ja auch für was ganz anderes mal ursprünglich gebaut gewesen. Und wie ich eben da gucke, wie bestelle ich meine Daten bereit? Ein ganz, 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 ganz großes Thema, weil eben diese Anforderungen so weit auseinander gehen. Muss ich da vielleicht nochmal Zwischenschichten einziehen, wo ich dann die Daten vielleicht nochmal täglich irgendwie extrahiere, wie auch immer, einfach um diese Zwischenzeiten vielleicht zu überbrücken. Oder wenn ich dann langfristig denke, vielleicht fange ich dann eben auch an, meine Systeme umzubauen. Aber da ist gerade diese Kopplung, ist der Punkt, wo ich eigentlich die allermeiste Arbeit reinstecken muss, um genau diese alte und die neue Welt zusammenzukriegen. Es sei denn tatsächlich, ich kann halt sagen, naja, ich fange irgendwie nochmal auf der grünen Wiese an und baue mir einfach alles nebendran nochmal hoch, aber es wird wahrscheinlich die wenigsten machen können, weil eben so viel dahinter steckt. Und man auch nicht riskieren will, dass das gesamte Geschäftsmodell plötzlich mal steht. Und eben mit diesen Open-Source-Systemen will ich ja erreichen, hey, ich habe eben jetzt diese Geschwindigkeit,
ich kann auf meine Kundenwünsche reagieren, muss darauf reagieren, will aber auch eben innovativ sein, will also Sachen verproben. Das kann ja einerseits die Eigenentwicklung sein, dass ich sage, okay, ich möchte eben da schnell die Sachen machen, aber kann auch einfach sein, hey, naja gut, ich habe jetzt einen Container, also den kann ich mir immerhin schon mal schnell zusammenklicken, möchte da einfach was drauf ausprobieren. Einfach irgendein System, was ich jetzt gesehen habe, weil ich vielleicht auch selber nicht, gar nicht diese ganzen Innovationen selber machen kann, aber es gibt ja genug Startups, Fintechs, gerade jetzt in der Branche, die da wahnsinnig viel entwickeln. Vielleicht sage ich, hey, die haben was Gutes und das will ich jetzt auch bei mir mit reinbringen, will es damit rein verknüpfen. Und dann kann ich es einfach mal in so einen Container reinwerfen, ausprobieren, wenn ich meine Schnittstellen dazwischen ordentlich sauber habe und Zwischensysteme, um das Ganze zu erreichen, dann kann da auch durchaus was Gutes dann bei rauskommen. Aber es ist genau da, diese Puzzlesteine, das zusammenzukriegen, zu gucken, was habe ich Gutes Altes, was mache ich da an Schnittstellen rein, vielleicht auch schon, was tue ich von dem Alten ablösen und in die neue Welt ziehen, damit ich genau eben eine saubere Kopplung hinbekommen kann. Und dann nochmal als letzte Folie nochmal so ein paar Erfahrungen von uns, die wir nochmal gemacht haben, auch nochmal, um das so zusammenzuführen, wo ich einfach direkt einen Nutzen habe, was und auch die Leute mit überzeugen kann, ist halt, gerade Entwickler sind meistens daran interessiert, dass sie die neuesten Sachen nutzen können. Sei es die neuesten Libraries, wie auch immer die neuesten Techniken. Meistens ist es ja damit eine Arbeitserleichterung auch für sie verbunden. Oder sie können einfach neue Sachen darstellen, haben einfach viel größere Möglichkeiten. Und da eine schnelle Bereitstellung, dass sie einfach auch schnell da drauf kommen, dass sie die Sachen nutzen können, kriege ich natürlich die Rense offene Türen dann ein. Auf der anderen Seite, was ich auch eben schon mal erwähnt hatte, beim Betrieb, wenn er jetzt tatsächlich so diese feste Paketierung hat, die Sachen bekommt, eben da ein paar Konfigurationen drumherum, das Ganze sauber ist, ist auch für den eine Erleichterung. Einerseits, es müssen eben nicht große Änderungen drumherum gemacht werden, am besten von einem Tag auf den anderen, sondern eben, hey, es ist das Paket, das läuft in dieser gewählten Umgebung, es laufen Tests und dann kann es eben direkt raus, ohne große Probleme. Hat auch da eine wahnsinnige Arbeitserleichterung und auch lässt sich damit begeistern. Ich habe auf der anderen Seite die Möglichkeit, naja, ich baue mir halt irgendwie mal so kleine, da zeigt das noch an, da nicht. Kommt da wieder gut. Ich kann hier irgendwie mit Mockups meine Entwicklung beschleunigen, weil ich halt irgendwie erstmal hier mir so Dummy-Systeme baue, aber dadurch einfach die Möglichkeit habe, auf der anderen Seite schon mal mit einer Funktionalität anzufangen und so eben einfach Stück für Stück dann zum Großen und Ganzen hinzukommen. Ein paar Learnings, die wir zwischendrin auch hatten, ist halt, genau das, was ich eben schon gesagt habe, diese Kopplung der Architekturen, das ist eigentlich das, wo das Hauptaugenmerk drauf muss. Wie gesagt, eine neue Technik hinzustellen, schön und gut. Wenn ich was ganz Neues gründe, ja, umso einfacher, weil dann fange ich einfach nur damit an, habe keinen alten Ballast, aber habe ich ihn bei den Finanzdienstleistern halt selten, wenn ich zu den Alteingesessenen schaue, da habe ich diesen Altbelast und da muss ich einfach gucken, wie kann ich da das Beste aus beiden Welten nutzen, das miteinander verknüpfen, um dann eben meinen Nutzen zu schaffen. Ganz wichtiger Punkt auch nochmal hier, interdisziplinäres Arbeiten, Zusammensetzung der Teams. Ich meine, man hat es ja eben schon bei den DevOps gesehen, wenn ich jetzt nochmal stärker in diese agilen Ansätze reingehe, im Idealfall habe ich in so einem Team alles, was ich brauche, um meine jeweilige Funktionalität umzusetzen, um eben möglichst unterbrechungsfrei arbeiten zu können, da nicht irgendwie ewig lang auf was zu warten. Ich habe einfach das gesamte Know-how für das, was ich da gerade mache, zusammen. Und wenn ich schon das ganze Know-how zusammen habe, habe ich natürlich auch den Austausch. Und genau das, was wir vorhin mit diesem Bild hatten vom Projektmanagement, ja, wenn ich ja diese ganzen Leute, die ich da brauche, zusammen habe, also derjenige, der diese Fachanforderungen hat, derjenige, der es umsetzt, derjenige, der es betreibt und da den Austausch habe, dann weiß ich aber im Laufe der Zeit auch, sicherlich nicht am ersten Tag, aber eben im Laufe der Zeit, ja, was drückt den jeweils anderen? Was drückt ihn von seinen Belangen her, von hinten? Ich fange an, seine Sprache zu verstehen und habe damit einen wahnsinnigen Lerneffekt, weil plötzlich ein Austausch da ist, den ich vielleicht vorher in dieser alten Welt gar nicht hatte, wo sie mal am Anfang gesprochen haben und am Ende gesprochen haben und dazwischen halt viel passiert ist. Und wenn ich da das aufbauen kann, dass es eben genau in diese Denkweise geht, dass ich dieses Interdisziplinäre habe und das ganze Wissen zusammenfliegt, kann ich einfach wahnsinnige Effekte heben. Und gerade bei Banken trifft es natürlich am meisten zu, hier so reglementierter Markt.
Es gibt ganz viel Gesetzgebung drumherum, die umgesetzt werden muss. Manchmal gut, manchmal für die Unternehmen auch vielleicht einfach nur hinderlich, weil sie vielleicht gar nicht auf diesem konkreten Markt agieren. Nichtsdestotrotz auch Regelungen erfüllen müssen, die halt für auch andere Institute zutreffen. Ein ganz großer Teil der Entwicklung tatsächlich einfach nur für diese Umsetzung der Regulatorik auch letztendlich drauf geht, aber eben keine differenzierende Weiterentwicklung. Warum geht jetzt schon wieder aus? Kommt er wieder? Gut. Aber da eben frühzeitig anzusetzen, dass man eben auch solche Sachen bedenkt. Und auch natürlich dann gibt es ja auch entsprechend dazu jeweils Funktionen innerhalb der Firmen, sei es angefangen von irgendwelchen Datenschutzbeauftragten über eben diese Compliance-Stellen, die wir da noch drin finden, und diese Leute auch eben entsprechend einzubinden. Weil wenn man nur diesen technischen Part und vielleicht auch noch die organisatorischen Änderungen hochzieht, werden die ansonsten mit dem Hammer kommen und einmal draufhauen und dann ist es halt platt, weil es eben diesen ganzen Anforderungen nicht genügt, die ich da vielleicht habe. Und da die eben genau von Anfang an mit einzubeziehen und zu schauen, dass ich in diese Strukturen auch eben genau diese Sachen irgendwie mit verankern kann. Natürlich ist es nochmal ein bisschen tricky und ich bin nicht ganz frei, aber ich kann ganz viel von dem nutzen, was da ist. Und wenn ich die Leute entsprechend mitnehme, kann ich auch durchaus bei denen die Zustimmung finden, denn die sind ja nicht die Bösen, sondern die sorgen ja nur dafür, letztendlich Sicht des Kunden, dass die entsprechende Sicherheit gegeben ist. Und auch die lassen sich für moderne Sachen begeistern und müssen nicht irgendwelche alten Knüppel sein. Ja, damit wäre ich von meinem Thema her durch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und stehe jetzt für Fragen her. Ja, bitte. Ja, der letzte Teil mit dem, die sind ja alle guten Willens und die wollen ja auch die neuesten Technologien und sie achten halt nur darauf, dass das, was bisher funktioniert, auch weiter funktioniert hat, weil es ja von außen so viele Regeln gibt. Klingt gut. Hast du das so erlebt? Ja, also ich meine, also um mal die Frage zu wiederholen. Ich kenne das aus dem Finanzsektor eher auch so, ich bin jetzt eher im öffentlichen Bereich, dass die groß genug und lang genug gewachsen sind, um ihre einzelnen Abteilungen auch mit persönlichen Fäden auszustatten, dass sie in dem Bereich, wo sie sitzen, auch schon so lange sitzen, dass sie schon der Meinung sind, dass sie das Beste machen, unabhängig davon, was außen herum passiert. Mhm. Deswegen hätte ich da so an den psychologisch-soziologischen Anekdotenbereich noch ein bisschen was gerne gehört. Okay, also nochmal die Frage zusammenzufassen. So gerade dieser Innovationswille der Unternehmen, sag mal, stellst du jetzt ein bisschen in Frage, gerade eben aus diesem Hintergrund heraus, dass sie eben über Jahre etabliert sind und auch je nach Sektor eben einfach schon das Gefühl haben, sie sind die Besten und brauchen eigentlich nichts ändern, sie machen schon das Beste also für den Kunden. Es gibt Abteilungen, insbesondere einzelne Abteilungen mit einzelnen Verantwortlichen. Ja, also ich meine, einerseits muss ich dir vollkommen zustimmen. Es gibt diese Fäden, also keine Ahnung, wo ich es schon gut erlebt habe, gerne Marketing und Vertrieb, die sich da auf höchster Ebene ihre Kämpfe geliefert haben, aber auch zwischen Entwicklung und Betrieb habe ich es schon erlebt. Das hindert, klar, aber das ist jetzt eher dann tatsächlich immer wieder bei dem Einzelnen oder an einzelnen Köpfen hängt es dann dran. Im Gesamten sehe ich schon so, dass erkannt wird, dass Innovationen notwendig sind. Einzelne stoppen es immer wieder mal, ja, aber ich denke, im Gesamten kommt es in Bewegung und auch die Institute, die wirklich sehr schwerfällig sind, die für die ganz hochpreisigen Kunden, die haben eine besonders elitäre Stellung gehabt, bei denen dauert es vielleicht noch einen kleinen Ticken länger, dass sie dann da hinkommen, aber sind wir auf oberster Ebene auf jeden Fall angekommen, ich denke auf unterster Ebene angekommen und dazwischen ist halt noch viel Arbeit, bis es dann tatsächlich auch in den Köpfen von tatsächlich am Ende jedem drin ist, dass eine Änderung notwendig ist. Weil was natürlich auf jeden Fall gesehen wird, ist halt, und gerade auf der höchsten Ebene, ich habe einen Kostendruck. Also es ist ja eigentlich schon die höchste Motivation. Ich bin ja irgendwie verpflichtet, hier wirtschaftlich zu arbeiten. Und ich habe da große Probleme, muss halt jetzt analysieren, wo kommt denn das her? Ich bin auch da Rechenschaft schuldig, wenn es halt nur an meine Anleger ist.
aber ich habe genau diesen Druck daher und allein das ist schon eine ziemliche Motivation, dass sich die Unternehmen öffnen. Wenn das nicht da wäre, glaube ich, würde es auch noch etliche Jahre länger dauern. Aber genau daher kommt dann von oben auch der Druck und werden dann auch hin und wieder Leute ausgetauscht. Muss man natürlich auch so sehen, wenn es dann gar nicht funktioniert und da die Welten zu groß sind, die aufeinander prallen. Ich komme halt aus dem öffentlichen Bereich und da werden keine Leute ausgetauscht. Da ist es nochmal deutlich schwieriger. Ja, ist es. Definitiv. Also habe ich von Bekannten auf jeden Fall mitbekommen. Ich selber war jetzt im öffentlichen Dienst nicht unterwegs, aber kenne viele Leute da an verschiedensten Stellen, sei es in örtlichen Verwaltungen oder eben sowas wie Rentenversicherung oder sowas. Da ist es nochmal ein ganz anderes Thema, weil eben genau solche Sachen wie, naja, keine Ahnung, Vorstand zofft sich mit Bereichsleiter, Bereichsleiter geht, ist da deutlich weniger. Da sind es eher die persönlichen Fäden, die ausgetragen werden und die Leute rausgemobbt, also von dem, wie ich es mitkriege. Aber, ja. Vielleicht ergänzend, was habt ihr für Maßnahmen gemacht, um die Leute mitzunehmen und zu motivieren? Verschiedene, zum einen, oft ist es, oder ich denke jetzt gerade an einen Kunden, da war es schwierig, die hatten zwischenzeitlich auch mal so sie wollten zwar innovativ sein, haben auch ein Innovationsmanagement alles aufgebaut, haben dann extra also auch wirklich auf Bereichsleiterebene jemanden entsprechend eingesetzt, der natürlich auch unten drunter dann seine Teams hat und da zugearbeitet, was auch so an allem anderen großteils vorbeigelaufen ist. Da war es zum Beispiel echt schwierig, sowas wie DevOps. Die hatten vorher gesagt, nö, DevOps wollen wir nicht. Gab es mehrfach Ansätze, da irgendwie dahin zu gehen, und sagen, hey, wir haben genau die letzten Jahre gemerkt, es ist besser geworden, wenn Betrieb und Anwendungsentwicklung näher aneinander sind. Und da waren wir noch nicht mal hier bei Continuous Integration und Delivery. Da waren wir noch eine ganze Ecke von entfernt. Es ist ein langer und zäher Prozess gewesen, aber echt eigentlich immer wieder hingehen, wieder darstellen, probieren, eben gerade auch diese Nutzenargumentation, was gewinnt denn ihr dadurch? Und hey, ja klar, ihr habt diese ganze Regulatorik, es beschränkt euch eigentlich gar nicht, ihr müsst es halt einfach nur entsprechend verpacken und dann eben genau dieses kleine Anfangen. Nee, fangt nicht an und macht alles anders, sondern hier, da macht ihr was Neues, fangt genau an der Stelle an. Dann lernt ihr es kennen und wenn du dann mal diese Erfahrung hast und siehst, hey, das funktioniert, du kannst ja diese Mehrwerte kreieren. Das ist dann eigentlich das, wo du dann ganz ans Rollen kriegst. Aber dieses, ich probiere jetzt alles von jetzt auf gleich anders zu machen, das ist das, wo eigentlich der größte Widerstand ist. Ja, gerne nochmal. Würde ich auch so ergänzen, weil sich das ein bisschen widerspricht mit dem, die Leute frühzeitig einbinden. Genau. Ich denke schon, der Weg ist, dass man eine kleine Insel hat, die funktioniert. Ja. Und wo es jemanden gibt, der sagt, toll, ihr wollt für mich das Dev übernehmen, dann, na gut, das habt ihr schon immer, ihr wollt auch Ops übernehmen, habe ich weniger zu tun, ist okay, ist eine genau. kleine Sache, spielt keine Rolle, nimmt das mal, alles okay. Ja. Und sich sozusagen mit dem Ersten, ohne jede Absprache, einfach irgendwie reinzumogeln. So kenne ich das. Ist oft eine Möglichkeit, ja. Es ist schon verrückt, was nachher dann doch alles funktioniert. Ja. Und wenn man die Leute frühzeitig eingebunden hat, jetzt im öffentlichen Bereich, das nie funktioniert hätte. Nee, weil dann hast du ja 10 Leute, 100 Meinungen und... Und es gibt halt wichtige Schutzmechanismen, für die man in dem Moment, wenn man das noch nicht gesehen hat, auch nicht weiß, also die Leute des Alters, das Thema, die werden nicht wissen, wie sie jetzt diese Schutzmechanismen neu implementieren sollen. Also werden sie erstmal sagen, geht nicht, weil auf die sind sie stolz und die können sie nicht ändern. Und zum guten Teil, ja. Aus meiner Sicht, Leute frühzeitig darüber informieren, dass sich da was ändert, im öffentlichen Bereich nicht. so machen, dass ich mal. Wobei auch noch eine andere Sache, die ich in der Ecke festgestellt habe, ist halt, du hast ja auch oft motivierte Leute, also gerade jetzt im Betrieb habe ich es auch viel gesehen gehabt, die waren auch echt motiviert, so in diese Richtung zu gehen. Klar haben natürlich auch an einigen Stellen ihre Befindlichkeiten, wo sie sagen, okay, den Bereich will ich schützen, das will ich nicht hergeben, darf ich nicht hergeben, wie auch immer. Was da aber echt auch oft ein großes Problem ist halt, durch dieses, hey, es läuft ja alles jetzt super schnell in der Zeit, meine Systeme schießen aus dem Boden, wie geht nicht mehr. Die sind aber auch an ihrer Kapazitätsgrenze mit dem Alten. Das ist halt auch das Problem. Und dann aber, ja, ihr kommt mit dem Alten gerade gar nicht hinterher, macht doch bitte noch was Neues dazu. Eigentlich der Wille wäre da, aber dann sagen sie halt auch, ja, aber ich muss ja auch noch das ganze andere machen. Und das ist halt auch immer ein Punkt, wo es wahnsinnig knackt, weil wie machst du diese Übergangszeit? Dieses, ich etabliere es und muss es aufbauen. Wenn du natürlich sagst, okay, hier, ich mache jetzt auch noch ein paar neue Stellen dazu, vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber häufig hast du halt diesen Fall auch nicht. Oder es ist halt so, ja, du holst dir halt mal eine Firma rein, die macht das, ist plötzlich wieder weg, auch nicht gut. Und da aber auch eben diese Kontinuität zu haben, dass du, also wenn es externes Input zu holen, ist ja absolut legitim, weil
auch das funktioniert ja nicht, wenn du deine Leute so am, sag mal, echt schon manchmal am Limit laufen hast. Wo sollen die Innovation alles herkriegen? Geht ja nicht. Die haben dann auch nicht mehr den Willen oder auch die Zeit, hier mal noch groß irgendwie auf eine Messe oder sowas zu gehen, auch wenn es unter der Woche ist und es dann als Dienstgang ist, aber dann bleiben die anderen Sachen liegen und es knallt. Und das heißt, dann bist du darauf angewiesen, hey, holst eine Firma rein. Ist ja auch gut, weil die haben ja die Möglichkeit oder sind ja darauf spezialisiert, eben gucken am Markt, holen die Innovationen, probieren diese Sachen aus, aber da muss genau auch wieder dieser Austausch sein. Es darf nicht sein, ja, ich gehe rein, baue es auf und bin weg, sondern ich gehe rein, ich zeige, wie es funktioniert, probiere den Nutzen dazu, die Möglichkeit zu geben, es selber zu machen und begleite sie auch noch auf dem Weg, weil es kommen ja auch dann definitiv Fragen. Und das Ganze wächst ja dann auch im Laufe der Zeit, wenn ich die Begeisterung dafür habe und dann auch die Leute eben motiviert habe, damit zu arbeiten. Ganz automatisch, dann ist es ja eigentlich ein Selbstläufer. An welcher Stelle seid ihr jetzt als Externe geholt worden? Als die Entscheidung für Container schon gefallen war oder an welcher Stelle seid ihr schon geholt worden? Verschieden. Also wir wurden für irgendwie, naja, Altsysteme haben Probleme gemacht und wir haben erstmal aufgeräumt und dann haben wir gesagt, hey, ihr müsst mal grundsätzlich was ändern. Also klar, irgendwie jetzt mal das fixen, dass das alte wieder richtig sauber ist, ja, aber guckt euch mal um. Wir haben ja noch ein paar Sachen im Korb. Schaut es euch mal an. Können wir euch gerne machen. Und an der Ecke. Aber da wirklich, also wir haben, wenn wir ergänzen, drei Sachen. Wir haben halt die Beratung bei uns drin. Wir haben auch eigene Entwicklung. Und wir bieten auch Hosting an. Und dann kann es tatsächlich eben auch alles drei zusammen sein. Wir haben zum Teil, dass wir dann die Kunden beraten, ist erstmal bei uns hosten, die es nutzen können. Dann es übergeben, dass selber dann eigene Plattformen da noch drin sind, variiert. Hängt immer ganz stark vom Kunden ab und was da jeweils möglich ist, aber genau in dem Spektrum. Weitere Fragen? Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag. Applaus